Hi meine Mädels, ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und heute möchte ich euch sozusagen den Rest meiner aufgebrauchten Produkte zeigen. Das, was noch übrig geblieben ist, die Verpackung sozusagen. Und möchte euch erzählen, wie ich die Sachen fand, gut oder nicht gut. Und dann würde ich sagen, macht's euch bequem. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinen Tops, Flops und Reviews. Und das erste Produkt ist ein Favorit von mir und zwar von Schwarzkopf 3 Wettertaft, das Kashmir Power Haarspray in der lilanen Verpackung. Ich habe es euch schon so oft gezeigt, ich liebe es einfach, ich liebe den Duft und habe es mir natürlich deshalb wieder nachgekauft. Dann habe ich leer gemacht von Diaderma den Pickle Break, Power gegen Pickel. Ich finde das Zeug wirklich gut. Ich trage es mir am Abend einfach mit einem Wattestäbchen vorsichtig auf und am nächsten Tag habe ich das Gefühl, dass die Pickelchen reduziert sind, minimiert sind. Natürlich nicht komplett weg, aber ich finde trotzdem, dass es gut wirkt und kann euch das deshalb auch ans Herz legen. Ich habe es mir auch wieder nachgekauft. Was ich auch gut fand, allerdings passt es jetzt aktuell nicht mehr zur Jahreszeit, ist von Fußwohl und zwar ist das die wärmende Fußcreme und das ist sozusagen die, ja ich sag mal Fußpflege-Produktserie, Hauseigenmarke von Rossmann und das soll eben wärmende Füße zaubern und pflegen. Und oh mein Gott, ich habe wirklich heiße Füße bekommen. Das ist so der Hit im Winter. Einfach Wollsocken drüber und fertig. Das ist richtig gut. Ich weiß nicht, was da drinnen ist, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich bekomme heiße Füße. Das zirkuliert richtig, das Blut wird warm und das werde ich mir definitiv wieder im Herbst, Winter anschauen. Ich weiß es auch nicht, ob es das aktuell noch gibt, aber ich bin echt so eine Frostbeule. Bei mir müssen die Füße warm sein und dann ist auch wirklich angenehm. Geduscht habe ich mit der Dreamy Shower Fluid Beauty Dusche von Bebe Yank Hair mit Honigduft und Nussöl. Das war auch eher so ein Winterprodukt und roch sehr warm, sehr nussig, ein bisschen süß. Also wenn ihr darauf steht, das ist auch im Standardsortiment zu finden bei Bebe Yank Hair, dann schaut euch diese Dusche mal an. Ich finde auch die Verpackung so zuckersüß gestaltet. Und ja, wie gesagt, das war auf jeden Fall so ein bisschen ein Wohlfühlduft und ich habe mich sehr, sehr gerne damit geduscht. Dann ist leer geworden von Bath & Body Works, Warm Vanilla Sugar, die Body Lotion. Und das ist ein Produkt, das hat meine Freundin aus den USA mitgebracht. Das ist der Hammer vom Duft. Richtig süß riecht das nach Süßigkeiten und Vanille und oh mein Gott. War genau mein Fall. Ich habe jetzt auch noch das Body Spray da. Ich glaube allerdings, das war eine limitierte Edition. Ich bin mir nicht sicher, da bin ich wirklich überhaupt nicht auf dem neuesten Stand. Aber ich liebe die Pflegewirkung dieser Produkte. Also wenn ihr eine Freundin habt oder Verwandtschaft, die in die USA fliegen, dann lasst euch da mal irgendwas von Bath & Body Works mitbringen, weil die Sachen sind super toll. Dann habe ich aufgebraucht von Rival de Loup Apfeltraum diese 3-in-1 milden Reinigungstücher. War eine limitierte Edition. Ich weiß nicht, ob es das jetzt im letzten Jahr nur gegeben hat. Da hatten wir nämlich noch keinen Rossmann, deswegen weiß ich das nicht so genau. Und da waren 10 Stück drinnen. Ich finde die nicht so toll. Also ich fand jetzt vom Duft her sehr säuerlich, nicht so toll fruchtig nach Apfel riechend. War nicht so mein Fall. Und von der Reinigungsleistung so lala, würde ich sagen. Also es hat schon ja Make-up runtergeholt, aber irgendwie nicht so optimal. Ich habe mich nicht so sauber angefühlt im Gesicht. Ja, ich gucke dann immer, wenn Limited Edition draufsteht, nehme ich es mir mit. Und bei so 10 Stück kann man die ja auch gut dann wieder verwenden zum Swatches entfernen. Deswegen, ja, finde ich die ja nicht in Ordnung, aber so top, super produktmäßig finde ich die jetzt nicht. Dann habe ich von Balea die milde Seife Blütentraum aufgebraucht. Mit dem Duft von Hibiskus und grünem Tee. Und das ist im Standardsortiment. Ich fülle das meistens immer um. Und ich mochte den Duft sehr gerne, obwohl ich kein großer Fan bin von diesen blumigen Düften. Aber das roch sehr schön dezent. Und es hatte so kleine Glitzerpartikelchen drinnen. Ich fand das so toll. Und ja, würde es mir definitiv auch wieder nachkaufen. War eine gute Cremeseife, auch relativ günstig. Und kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr auf diesen blumigen Duft steht, ist das bestimmt was für euch. So, was zeige ich euch als nächstes?
Ein Produkt, das ich nicht so toll fand, und zwar von Rival de Loup Clean and Care, der Make-up-Entferner-Balsam für trockene und sensible Haut mit Ginkgo und Gurkenextrakt extra sanft. Ich habe mir das mitgenommen, weil drauf stand, dass es das Gesichts- und Augen-Make-up in einem Schritt entfernt. Und ich dachte mir, wow, das ist ja ganz praktisch, so ein 2-in-1-Produkt. Aber Augen-Make-up fand ich jetzt nicht, dass es sonderlich gut entfernt hat. Da hatte ich auf jeden Fall meine Problemchen. Ja, an sich, das Gesichts-Make-up war schon in Ordnung. Aber ich weiß nicht, es ist nicht so mein Fall und ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Ich habe es gut vertragen, also da kann ich nichts gegen sagen. Aber so auf Dauer ist das nicht so mein liebstes Produkt, deswegen ja, würde ich es mir nicht nochmal holen. Dann habe ich aufgebraucht von Balea die Fantastique Ersatzklingen. Hier waren 4 Stück drinnen und die habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Weil ich muss sagen, ich finde die recht gut. Die sind ja eigentlich günstig, wenn man mal das Ganze vergleicht jetzt mit zum Beispiel Gillette. Also Gillette Rasierklingen, sage ich nichts dagegen. Die sind so toll, aber auch richtig, richtig teuer. Und ich bin so jemand, ich gucke dann meistens immer nach einer Alternative, nach irgendwas Günstigen. Und hier steht im Übrigen auch Kundenurteil gut. Ja, und ich persönlich muss auch sagen, ich finde die toll, kaufe mir die auch wieder nach. Ich meine, so um die 5 Euro kostet die Packung. Dafür ist der Rasierer und natürlich auch die Klingen eigentlich ganz gut. Also könnt ihr euch ruhig mal anschauen. Dann ist leer geworden von Kaufmanns Meine Haut und Kindercreme. Das ist jetzt die Packung mit 75 Millilitern. Ich finde die Creme sehr gut, kaufe mir die aber meistens lieber in der kleinen Größe nach. Ich glaube, die hat mein Mann mal mitgebracht. Ist aber auch nicht so dramatisch. Ich mag die Pflegewirkung. Wenn ich die am Abend auf meine Lippen auftrage, dann habe ich am nächsten Tag richtig schöne, weiche Lippen. Und ich mag den Duft einfach sehr, sehr gerne. Und das ist eigentlich auch so ein Allround-Favorit von mir, den ich mir ständig wieder nachkaufe und der dann auch ständig natürlich wieder leer wird. Was ich nicht so gut fand, ist das Produkt hier. Und zwar ist das von Garnier Fructis die kräftigende Spülung Prachtauffüller. Der Duft ist wirklich sehr angenehm. Auch das Shampoo mochte ich nicht. Die Kur hingegen, die fand ich super spitzenklasse. Ich weiß nicht, was da jetzt der Unterschied von der Pflegewirkung her war. Aber das hier soll ja so ein bisschen pushen und das hat es bei mir kurzfristig getan. Aber dann irgendwie am nächsten Tag hatte ich das Gefühl, ich muss meine Haare gleich nochmal waschen. Wie gesagt, sie rochen gut, aber Pflegewirkung war bei mir überhaupt nicht gegeben. Sehr schade und würde ich mir nicht nochmal holen. War ein Flop bei mir. Dann ebenfalls für die Haare von Schwarzkopf Glisscure Hair Repair die Liquid Silk Express Repair Spülung. Und das ist die in der rosanen Verpackung. Also die Flüssigkeit ist dann rosa sozusagen. Und ich mag den Duft unheimlich gerne. Das ist meine allerliebste Spülung aus dieser Glisscure-Reihe. Und ja, ich gebe das einfach nach dem Haarewaschen in mein Haar und habe dann wirklich das Gefühl, dass ich mit der Bürste besser durch die Haare komme. Und sie duften dann auch richtig schön lecker. Ob sie jetzt so Pflegen, Intensivglanz irgendwie bieten, kann ich nicht hundertprozentig jetzt nachvollziehen. Aber einfach deshalb, dass ich wirklich nach dem Haarewaschen meine Haare durchkämmen kann, finde ich das toll. Und wie gesagt, der Duft, der ist richtig, richtig gut. So, ein Puder aufgebraucht. Ja, yeah, da bin ich stolz, weil bei dekorativer Kosmetik dauert es bei mir mal Ewigkeiten, bis ich irgendwas leer kriege. Und zwar von Manhattan Clear Face, das Kompaktpowder, Gepowder gegen Pickel in der Farbe 46 Cent. Ich habe dieses Puder schon in Verwendung, also nicht diese speziell, aber ich kaufe mir das immer wieder nach, seit, weiß ich nicht, 10 Jahren. Ich finde, das mattiert sehr gut. Es verleiht einen sehr schönen, ebenmäßigen ein Hautbild. Und ja, ich kann es euch empfehlen. Es ist antibakteriell, steht zumindest drauf. Ja, ich glaube dem natürlich auch mal. Und wie gesagt, ich finde das toll. Und es hat die Verpackung mittlerweile in den Jahren auch schon unzählige Male geändert. Aber ich bin dem trotzdem noch treu und werde es mir bald wieder nachkaufen. Gebadet habe ich mit einem Sinnensalze Wintermärchen Bad Limited Winter Edition von TT Sept. Sieht so aus, gibt es aktuell nicht mehr. Fand ich gut, hat schön geschäumt, hat richtig angenehm gerochen. Vielleicht hat der ein oder andere dieses Bad noch zu Hause rumliegen, dann verwendet es. Ihr werdet es lieben, es roch im Übrigen nach Granatapfel und Nelke und hat auch so ein bisschen Goldglitzer. Also es war ein ganz, ganz tolles Bad, was ich sehr, sehr gerne mochte. Dann ein Multi-Effekt Make-up 5-in-1 von Rival de Loup. Und das ist die Farbe 02 Sun Beige. Das ist mattierend, lichtreflektierend, feuchtigkeitsspendend, ausgleichend und
pflegend. Das war mein Alltags-Make-up, mein Make-up-to-go. Das habe ich wirklich ständig verwendet, weil es die perfekte Mischung für meine Haut war. Es war nicht zu austrocknend, es war nicht zu feuchtigkeitsspendend, es war optimal. Es hatte so eine mittlere Deckkraft. Also es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Make-up, das ich mir wiederholen werde. Finde ich richtig gut und es ist auch relativ günstig. Also probiert es einfach mal aus. Das ist echt zu empfehlen. Ich habe es ständig verwendet. Dann ein Produkt aus einer Limited Edition von P2, Catch the Glow, Stay With Me Make-up Fixing Spray. Das war nicht so mein Fall. Also gerade jetzt als Fixing Spray, also nach dem Make-up auftragen, irgendwie das Ganze zu fixieren, fand ich es nicht so toll. Es hat bei mir geschäumt und ich habe es nicht geschüttelt. Also klar, wenn man schüttelt, dann schäumt es natürlich. Aber ich habe es nicht geschüttelt, habe es aufgesprüht und war nicht so mein Fall. Ich habe es allerdings dazu verwendet, um meine Pinsel so ein bisschen anzufeuchten, meine Schwämme. Und dafür war dieses Produkt sehr gut. Dann eine Mascara von Essence. Und das ist auch so ein All-Time-Favorit von mir. Die I Love Extreme Crazy Volume Mascara mit diesen Gummibürstchen. Ich finde sie sehr gut, die Mascara, weil sie Schwung gibt, Volumen zaubert und bei mir überhaupt nicht abbröselt den Tag über. Ich bekomme keine Ränder oder so. Das ist wirklich eine ganz tolle Mascara und die ist super günstig. Wie gesagt, ich habe sie mir wieder geholt. Ist einer meiner Favoriten. Dann von Dusch das Traumland und das ist dieser Deo-Roller, den ich irgendwie nicht mehr in der Drogerie gesehen habe. Also zumindest bei DM und so. Aber ich glaube bei Edeka. Ich weiß nicht, ob DM diesen Roller speziell in dieser Duftvariante Traumland rausgenommen hat. Das ist super schade, weil ich liebe diesen Roller. Ich liebe diesen Duft. Ich wechsle natürlich zwischendurch immer mal, weil irgendwann riecht man sich doch satt dran. Aber 0% Alkohol, vertrags sehr gut. Es brennt nicht, es duftet sehr. Es schützt vor allen Dingen. Das ist natürlich immer das A und das O. Und 48 Stunden Schutz. Ja, ich weiß nicht, ob... Also 48 Stunden schützt. Ich wasche mich zwischendurch mal, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Aber ich glaube jetzt schon, dass es sehr gut schützt, weil im Laufe des Tages bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Dann etwas, das bei uns immer in der Küche steht, und zwar ist das der Sagrotan Samtschaum. Handwaschschaum in der Duftrichtung Milch und goldener Honig soll 99,9% der Bakterien entfernen. Und ich habe immer entweder das Produkt oder diesen No-Touch-Seifenspender von Sagrotan bei mir in der Küche stehen. Irgendeins von beiden, was einfach schnell geht und hygienisch ist. Und wenn ihr hier drauf gedrückt habt, kam wirklich so Schaum raus und der Duft, das ist der Wahnsinn gewesen. Das roch so gut. Das ist, also wenn es das als Parfüm geben würde, würde ich es mir echt aufsprühen. Man glaubt es kaum, aber echt so gut roch das. Ich werde es mir definitiv im Herbst, Winter wieder anschauen. Momentan ist es mir einfach zu duftintensiv. Da habe ich, wie gesagt, jetzt so einen frischeren, frühlingshafteren Duft. Aber an sich tolles Produkt und ja, kaufe ich mir, wie gesagt, auch immer wieder in verschiedenen Duftvarianten und finde ich gut. Dann von Revival Loop ebenfalls so eine limitierte Editionspackung Exotic Mango Reinigungstücher, wie gerade vorhin schon erwähnt, zur allgemeinen Reinigungspflege dieser Tücher. Finde ich jetzt nicht so berauschend. Und da, muss ich sagen, fand ich auch den Duft nicht so toll, aber es roch schon ein bisschen nach Mango. Man hatte das Gefühl, sie rochen besser als diese Apfelreinigungstücher, aber auch nicht so hundertprozentig. Ich weiß nicht, aber bei 10 Stück kann man auch immer nichts falsch machen. Ich finde es halt immer ansprechend, wenn dann wirklich die Verpackung einem anlacht, dann ist bei mir schon halb gewonnen und die Sachen landen bei mir im Einkaufskorb. Ein Produkt, das ich euch wirklich empfehlen kann, ist von Evelyn, dieser Pinselreiniger. Das ist ja so ein günstigeres Dupe zu diesem MAC Pinselreiniger und ihr bekommt den ganz easy bei DM. Ich finde den richtig spitze. Also ich muss ja zugeben, man sollte seine Pinsel tagtäglich waschen und ich persönlich finde es auch reinigender, das Ganze mit Seife zu waschen. Da habe ich einfach das Gefühl, dass alles richtig, richtig sauber wird. Aber wenn ich jetzt nicht tagtäglich dazu komme, meine Pinsel zu waschen, dann nehme ich alternativ einfach dieses Spray und das duftet sehr angenehm, sehr frisch. Es ist antibakteriell und für zwischendurch ist das doch optimal, wenn es schnell gehen muss. Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen, Schwämmchen oder Pinsel und dann abwischen und gut ist. Dann könnt ihr sie am nächsten Tag beruhigt wieder verwenden. Besser als wenn ihr längere Zeit eure Pinsel gar nicht reinigt. Und dafür, wie gesagt, finde ich diesen Reiniger sehr, sehr gut. Kostet um die 3 Euro und dafür kann man nichts sagen. Lieber saubere Pinsel zwischendurch, wenn ihr nicht zum Waschen kommt permanent. Und ich bin eben auch so, weil das ist echt ein Aufwand dann immer. Deswegen mache ich das zwischendurch. Aber trotzdem nicht auf die Seifenwaschung. Waschung?
Seifenwäsche, genau, verzichten, dann ist es einfach noch ein bisschen hygienischer. Zwei Masken sind leer geworden von Salthaus Luxus. Einmal ist es die Anti-Falten-Maske, Premium Totes Meer-Maske und einmal die Totes Meer-Premium-Maske Meeresalgen. Beide sind super. Ich habe euch auch schon ein Video gedreht, in dem ich euch die Produkte von Salthaus im Allgemeinen vorgestellt habe. Ich finde die Marke sehr gut. Ich habe empfindliche Haut und dafür ist sie optimal geeignet. Hier hatte ich das Gefühl, dass die Haut wirklich geglättet ist und hier hatte ich das Gefühl, dass sie wirklich gereinigt ist durch diese Tiefenreinigung. Und die Konsistenz ist wahnsinnig toll. Sie ist nicht zu flüssig, nicht zu fest. Sie lässt sich gut verteilen. Sie zieht sehr schnell ein. Ich habe das Gefühl, wirklich, meine Haut saugt diese Masken auf. Und deshalb kann ich mit Sicherheit sagen, ich werde sie mir wieder nachkaufen. Ich habe jetzt noch andere da, aber diese Salthaus Masken sind der Burner. Gibt es unter anderem bei Rossmann. Müsst ihr mal gucken. Die sind richtig, richtig gut. Ein Shampoo ist leer geworden von Ghoul, das Langzeitvolumen-Shampoo mit blauer Lotus und Reisprotein für feines Haar ohne Volumen. Ist wirklich ein super Shampoo, wenn ihr feines Haar habt. Ich liebe dieses Shampoo, werde es mir auch wiederholen. Ich habe aktuell eins in Gebrauch, das ich überhaupt nicht gut finde. Das macht meine Haare, ich weiß nicht, ihr seht es vielleicht, jetzt heute habe ich so ein Bad Hair Day und wie gesagt, ich habe mein Haar mit diesem speziellen Shampoo gewaschen. Da werde ich euch aber natürlich noch mehr zu erzählen. Und es ist auch für feines Haar, das ist überhaupt nicht gut. Das trocknet die Haare aus und macht sie stumpf. Und das hier hingegen lässt sie strahlen, füllt sie auf. Also ich bin super und rundum zufrieden mit diesem Shampoo. Ist ein richtig tolles Shampoo, was ich mir wieder nachkaufen werde. Ein Body Scrub habe ich aufgebraucht und zwar ist das von Holly's Natural, das Coconut Crush. Wenn ihr eine Freundin, eine Mama, eine Schwester, was weiß ich wen habt, es ist bald Muttertag im Übrigen, die auf Kaffee steht, dann kauft ihr das Peeling, schenkt ihr, sie wird es lieben. Ich bin so ein kleiner Kaffeetrinker und ich liebe Kokos. Und diese Mischung, also das ist der Wahnsinn. Das riecht erstmal optimal, es pflegt sensationell gut. Also es macht richtig viel Spaß, wirklich dieses Körperpeeling zu verwenden. Man hat das Gefühl, dass die Haut wirklich so ein bisschen abgetragen wird. Es hilft auch gegen Zellulite. Also es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt und ich werde es mir wieder nachkaufen. Ich werde es auch meiner Mama zu Muttertag schenken, weil es einfach toll ist und sie liebt Kaffeeduft auch so wie ich. Ich habe euch zu vielen Sachen auch schon Reviews abgedreht. Ich werde euch alle Videos einfach mal unten in meine Infobox auflisten. Guckt euch da mal durch, da habe ich mehr zu den verschiedenen Produkten erzählt. Und zu guter Letzt eine Duschcreme und zwar von Trickle Moon Lovely Mint Story. Das war eine Limited Edition. Und dieses Produkt gibt es nicht mehr, denn das ist komplett ausverkauft. Kann ich mir gut vorstellen, weil ich liebe diesen Duft. Ich habe ihn wirklich geliebt. Ich liebe ihn. Ich habe noch ein Backup da. Ja, Gott sei Dank. Wie gesagt, es gibt es nicht mehr. Sehr, sehr, sehr schade. Aktuell ist natürlich Ersatz angezogen bei Trickle Moon. Und zwar das Lierne Sweet Blueberry Memories heißt das, das ich aktuell auch in Verwendung habe. Ist natürlich eine ganz andere Duftrichtung. Eher ein bisschen süßer. Und das roch einfach so nach After Eight. Und ich habe es geliebt. Und wie gesagt, ich habe noch ein Backup. Deswegen, ja, finde ich das gut. Aber es war natürlich toll, wenn Trickle Moon das Produkt ins Standardsortiment bringen würde. Es war so, so lecker. Und ja, ich liebe die Pflege, ich liebe die Düfte. Und deswegen kann ich es euch ja eigentlich nicht mehr empfehlen, weil es gibt es ja nicht mehr. Aber guckt euch mal das andere an, Sweet Blueberry Memories. Und das war es jetzt, Mädels, mit meinen aufgebrauchten Sachen. Ich hoffe, das ein oder andere interessante Produkt war vielleicht für euch mit dabei oder auch nicht. Oder ihr seid anderer Meinung. Auf euer Feedback bin ich wie immer sehr, sehr gespannt. Freue mich natürlich auch über ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr mehr Reviews und aufgebraucht Videos von mir sehen möchtet. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Das ist kostenlos. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns natürlich sehr, sehr gerne, wenn ihr mögt, in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, meine Herzis. Bis dahin. Ciao.